Mannschaft braucht erstens einmal ihre Defensivklasse, aber auch ihre Offensive. Jetzt ist der Baum gebrochen. Wie gross ist der Stein, der vom Herz geht? Ja, sehr gross. Ich glaube, ich habe viel geschossen und immer irgendwie einen Stock oder ein Skibein getroffen oder übers Goal meistens auch noch. Und jetzt, ja, endlich hat es geklappt mit dem ersten Goal, aber noch wichtiger, dass wir können zwei Punkte holen. Ein Mitspieler von Ihnen hat heute überragt, das Wort zum Roman Cervenka. Ja, einmal mehr hat man gesehen, was er für eine Klasse hat. Er kann das Spiel alleine entscheiden, wie heute eigentlich fast wieder. Und ja, wir sind froh, dass wir ihn in uns rein haben. Jetzt ist rund ums Stadion, wird das Schlingen immer enger, Covid-19. Es kann sein, dass das letzte Spiel war von Zuschauern. Wie nehmen Sie die Umstände rundherum wahr? Rapp ist eine gute Saison gestartet, wird es womöglich gestoppt? Ja, ich glaube eben, es ist eine schwierige Situation. Wir wissen irgendwie nicht recht, was am nächsten Tag kommt. Wir wissen nicht, was entschieden wird. Aber ich glaube, ja, solange wir dürfen spielen, sind wir glaube gleich auch alle froh, irgendwie etwas können bieten, den Fans auch. Und wenn es schlussendlich halt ja, mit null Zuschauer wird sein, wäre sehr schade, weil ich glaube, die Fans haben einen grossen Anteil am Eishockey und ja, wir hoffen natürlich, dass weiterhin mit Fans gespielt werden kann. Danke vielmals. Merci.